Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich den mittelalterlichen Dom zu Meißen. Es ist ein Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert und die ehemalige Burgkapelle wurde 968 zur Kathedrale erhoben, bestand damals wahrscheinlich nur aus Holz. Die erste steinerne Kirche entstand dann im 11. Jahrhundert und diese wunderschönen Räumlichkeiten möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Kaiser Otto I. gründete im Jahre 968 das Bistum Meißen. Auf dem Burgberg entstand neben Burg- und Wehranlagen eine Burgkapelle, wahrscheinlich aus Holz. Sie wurde Mitte des 11. Jahrhunderts durch eine romanische Basilika ersetzt. Um 1130 ließ Bischof Godebold einen Dom im romanischen Stil errichten. 4 Türme schmückten die Basilika. Einen imposanten Anblick muss sie geboten haben. Silberfunde führten in der Mark Meißen, dem heutigen Sachsen, zu einer ersten Blütezeit. Um 1250 begann man mit dem Bau des heutigen Domes, der nach einigen Bauunterbrechungen 1401 geweiht werden konnte. Maßgeblich an Entwurf und Umsetzung war jene Dombauhütte beteiligt, die einige Jahre zuvor den Westchor des Naumburger Doms errichtet hatte. Der Architekt und leitende Bildhauer ist uns heute bekannt als der Naumburger Meister. Unter diesem Namen fasst die Kunstgeschichte eine Künstlerwerkstatt zusammen, die in der Mitte des 13. Jahrhunderts berühmte Meisterwerke schuf. Der Werktrupp von Bildhauern und Architekten brachte die hochgotische Kunst Frankreichs nach Mitteldeutschland. Er wurde von einem Meister angeführt, dessen Namen wir nicht kennen. Nach den Bildwerken im Naumburger Dom nennt man ihn heute den Naumburger Meister. Schon im romanischen Vorgängerbau des Meißner Doms wurden Priester bestattet. Mit dem Neubau begann nach 1266 eine rege Nutzung des Doms als Grablege für Bischöfe, Fürsten, Domherren, Adlige und landesherrliche Beamte. Die Gräber erhielten beschriftete und zunehmend verzierte Sandsteinplatten, die bis ins frühe 20. Jahrhundert den Boden des Doms bedeckten. Die letzte der gut 200 bekannten Bestattungen erfolgte 1717. Bei der Sanierung ab 1907 wurden die meisten Grabplatten entfernt und an den Wänden des Hauptschiffs, aber auch in der Sakristei, der Allerheiligenkapelle und im Kreuzgang aufgestellt. Mit bis zu 18,5 Meter Höhe zählt das Langhaus des Meißner Doms nicht zu den höchsten gotischen Kirchenschiffen. Hohe Fenster und mächtige Pfeiler lassen trotzdem einen zum Himmel strebenden Raumeindruck entstehen. In der Mitte des beeindruckenden Raumes befand sich bis zur Reformation das Hochgrab von Bischof Benno, Sachsens einzigem Heiligen und heutigem Patron Bayerns. Er wurde 1040 zum Priester geweiht und war ab 1066 Bischof von Meißen. Um sein Leben ranken sich viele Legenden. 1270 wurden seine Gebeine erhoben und ein Pilgerweg von Böhmen nach Meißen errichtet. Eine Steinplatte kennzeichnet den ehemaligen Standort seines Hochgrabes im Mittelgang des Langhauses. Mit dem Achteckbau, eingefügt zwischen Querhaus und Südseitenschiff, erfanden die Meißner Bauleute eine Portallösung, die in der Architekturgeschichte einmalig ist.
Dieser turmartige Anbau auf achteckigem Grundriss war einst die Eingangshalle in den Dom, der im 13. Jahrhundert noch nicht vollendet war. Die hohen Arkaden waren damals offen. Mit seinem wohldurchdachten Raumkonzept, den großartigen Skulpturen und der reichen Farbigkeit gehört der Achteckbau zu den schönsten Werken der gotischen Architektur in Deutschland. Die Eingangshalle ist ein Raum von erlesener Schönheit. Obwohl die 8 Wandflächen unterschiedliche Funktionen erfüllten, wirken sie sehr einheitlich. An den 3 nach außen gerichteten Seiten waren offene Arkaden ausgebildet, durch die man früher den Dom betrat. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurden diese Domzugänge jedoch geschlossen. Über einem kräftigen Gesims stehen überlebensgroße Figuren, die vor der glatten Wandfläche frei agieren können. In der Mitte sieht man die Gottesmutter mit dem Christuskind auf dem Arm. Ein Engel mit Weihrauchfass wendet sich dieser Gruppe zu, während Johannes der Täufer auf den Eintretenden schaut. Eingerahmt werden die Skulpturen von einem Kleeblattbogen. Die Naumburger Werkstatt schuf diese Bildwerke zwischen 1260 und 1270 für diesen Standort. Dabei ist ungewiss, ob der Meister selbst daran beteiligt war oder seine Mitarbeiter und Schüler die Arbeiten ausführten. Die Johanneskapelle liegt im Obergeschoss des Achteckbaus und ist durch einen Wendelstein zugänglich. Der Altar des kleinen Zentralraumes ist 1291 geweiht. Besondere Beachtung verdienen die wirklichkeitsnahen Laubkapitäle. Die mit Laubwerk geschmückten Kapitäle wurden von unterschiedlicher Hand gearbeitet. Die Bildhauer versuchten, die in der Natur vorkommenden Pflanzen möglichst detailgetreu abzubilden. Einige Kapitäle sind von herausragender Qualität. So ist ein Kapitel mit feinstem Efeulaub bedeckt. Selbst die hauchdünnen Stiele der Efeublätter wurden aus Stein gehauen. Durch die Johanneskapelle gelangt man auf die Empore über dem sogenannten basilikalen Joch, denn bei dem Beginn der Bauarbeiten am Langhaus sollte dasselbe als Basilika gebaut werden. Wenig später änderte man den Plan und baute eine Hallenkirche mit gleich hohen Schiffen. Die Johanneskapelle gehört zu den eindrucksvollsten Bereichen des Doms. Sie präsentiert sich weitgehend im Zustand der Erbauungszeit. Die mittelalterliche Steinsichtigkeit war hier nie verändert worden. Zur ursprünglichen Raumgestaltung gehört die rote Fassung der Gewölberippen ebenso wie der Altarblock. Die Kurfürstenkapelle hat man um 1420 an die Westturmanlage angesetzt. Der Stifter war Markgraf Friedrich der Streitbare, der 1423 mit dem Herzogtum Sachsen belehnt wurde und damit auch die Kurwürde erhielt. In der Begräbniskapelle wurden bis 1539 die Kurfürsten und Herzöge von Sachsen beigesetzt. In der Mitte steht das Hochgrab Friedrichs des Streitbaren, des ersten Kurfürsten aus Wettinischem Hause. Ringsum liegen Grabplatten von Angehörigen seiner Familie aus dem 15. und 16. Jahrhundert, großenteils aus Nürnberger Werkstätten. Der schlanke und hohe Saalraum wurde erst 1440 vollendet. Das Westportal aus der Zeit um 1370 wurde in die Fürstenkapelle einbezogen. Es ist nun nicht mehr der Haupteingang in den Dom, sondern vermittelt zwischen dem Langhaus und dem Kapellenbau.
Die Außenseiten sind reich gegliedert und die Strebepfeiler sind geschmückt mit aufgeblendetem Maßwerk. Zwischen den Streben öffnen sich schlanke Maßwerkfenster. Die prächtige Schaufassade leitet sich von der Prager Baukunst des ausgehenden 14. Jahrhunderts ab. Innen bietet die Fürstenkapelle einen überwältigenden Raumeindruck. Das einfallende Licht bringt die Sandsteinquader zum Leuchten. Das Gewölbe strahlt in gelbbraunen Tönen. Eine Reihe von Heiligen umgibt den Innenraum der Fürstenkapelle. Um die Bildwerke aufstellen zu können, hat man um 1430 Konsolen und Baldachine eingefügt. Es wurde jedoch keine einheitliche Bildfolge geschaffen. Im Raum sind Skulpturen verschiedener Künstler und Zeitstufen vereint. Als letzter wettinischer Landesherr wurde Herzog Georg im Meißner Dom begraben, bevor nach der Reformation der Freiberger Dom als Grablege bestimmt wurde. Georg der Bärtige war von der neuen Kapelle der Familie Fugger in der Kirche St. Anna in Augsburg so angetan, dass er ab 1521 auch für sich und seine Frau Barbara eine Grab- und Gedächtniskapelle an den Dom anbauen ließ. Die berühmte Augsburger Bildhauerwerkstatt Daucher schuf mit dem Portal eines der frühesten Werke der Renaissance in Sachsen. Das Triptychon, eine dreiteilige Bildtafel, im Inneren gehörte zum Altar der Kapelle und wurde von Lukas Granas dem Älteren 1534 geschaffen. Darauf ist auf den Seitenflügeln das hier bestattete Herrscherpaar Georg der Bärtige und seine Frau Barbara zu sehen. Mittig ist Jesus Christus abgebildet. Die barocke Stuckdecke des Raumes entstand ab 1672. Hier sieht man den Aufgang zur Marienkapelle. Die Westturmfront wurde im Verlauf des 14. Jahrhunderts erbaut. Im Südwestturm befindet sich ein gewölbter Raum mit Bauskulpturen, die in die Zeit um 1370 zu datieren sind. Der nachträgliche Einbau eines gewölbten Untergeschosses wurde bedingt durch eine Treppenanlage im südlichen Seitenschiff. Diese Baumaßnahme stand wohl mit der Begräbnisstätte des Domdekan Dr. Ulrich von Wolfersdorf in Zusammenhang. Der Domdekan ist Vorsitzender des Domkapitels. Er beruft die Mitglieder zu den Sitzungen ein, stellt die Hausordnung auf und leitet die Beratungen. Der Domdekan hat vor allem Repräsentationsaufgaben und vertritt das Domkapitel gerichtlich und außergerichtlich. Der Domdekan ist sozusagen der Hausherr. Er ließ hier 1505 eine Kapelle der Verkündigung Maria einrichten. Aus dieser Zeit stammen die Wandgemälde, ein Bild der Madonna, der Verkündigung an Maria und des Christophorus. Die Holzfiguren stammen von einem Altar aus der Werkstatt des Schülers Johann Friedrich Richter, des berühmten Bildschnitzers Valentin Otte. Er errichtete den Altar in der Dorfkirche in Kröges nach 1670. Die Plastiken sind ein bedeutendes Beispiel des wiedererwachten bildkünstlerischen Willens nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges. Die Sandsteinkanzel im Meißner Dom. Sie wurde 1591 eingebaut, schlicht,
aber wunderschön. Sehenswert ist genauso das Lesepult und das Taufbecken. Die zwei hölzernen Ständer mit je vier naturähnlich geschnitzten Beinen stammen aus dem 12. oder frühen 13. Jahrhundert und sind noch aus dem romanischen Vorgängerbau der Kirche. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt jetzt die wunderschönen Räumlichkeiten des Domes gesehen, habt viel über die Geschichte erfahren. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.